Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Vesperia Definitive Edition. Wir sind jetzt bei Part 141, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt und im Ernst, ich nehme jetzt schon seit Wochen nur Tales of Vesperia auf, ohne Pause. Ich glaube von Part 70 oder 80 ununterbrochen bis jetzt und wer weiß, wie lange das Spiel noch dauern wird. Moment, 8, Level 58, Level 60. Na gut. Ah, was passiert jetzt? Es ändert sich wieder irgendwas. Ah, und da jetzt auch. Ist irgendwie alles zusammengestürzt. Ich frage mich echt, wofür die Dinger da sind. Gesperrt. Ja, aber. Ich kann geradeaus weitergehen. Aber da auch links, oder? Nee. Das klingt so geil, das Geräusch. Aber ich habe keine Ahnung, wofür die Dinger gut sind. So einen leuchtenden Drachenschwarm. Den muss ich leider drin haben, damit ich beim Überlimit meinen Mega-Move machen kann. Schwebender Hund. Those stairs. It looks like they lead to the summit. This is the moment of truth. Is everybody ready? I've been ready. Yeah, we have to do this. Turning back now would make dinner tonight taste like ash. Right. Even this old man's gonna put up a fight. People believe in us. They're waiting for us. We must defeat the Autophagos. For them. And for Pharaoh and Bellius. For the memories of the Intellikea. Let's go. Alles scheint bereit zu sein. Gut. Der letzte Speicherpunkt vorm wahrscheinlich finalen Bosskampf. Oh, nach so langer Zeit Tales of Vesperia ist es jetzt endlich soweit. Attacke, repeat! Beißt diesen Duke in den Hintern. Oh, Highway to Heaven. Ne, Stairway to Hell hieß es, glaube ich. Wow. Edel, und da vorne steht er. Ich habe keine Ahnung, wofür die Dinger gut sind. Duke! Duke, we have the four elemental spirits. Their power can counter the Autophagos. There's no need to use people to destroy the Autophagos. Look at its size. Four spirits are nothing against it. They're crucial. We'll make up the rest by turning the Blastia cores to spirits too. Every single core in the world! And as a bonus, it'll put an end to the Blastia culture that you hate so much. Not too shabby, huh? I doubt humans will hand over their Blastia quietly. Or will you force them? We don't force anyone to do anything. Can you not believe that people can move forward and change? Humans will not let something go once it is in their grasp. So you won't listen. We will destroy the Autophagos our own way. Please, wait just a little longer. The people are determined as we are determined. We won't let that go to waste. And will the world return to its former state? Huh? Will the air be controlled by the Entelechea? Will all life return to a time when nature ruled? No. You are changing this world, our Terca Lumeres, for
for the convenience of humans. Nothing more. Can't you think that the world might be growing? I think of the Entelechea becoming spirits as evolution. Can't you see that? I would not presume to speak on the choices of the Entelechea. However, I also have my choices. So you won't listen to us because we're humans? You say you can't trust people, so you just drop everything. Then when it's too late, you try to wipe them out? Do you know what this tower is? Tarkaron was once a city, but the ancients turned it into a weapon to destroy the Entelechea. To the ancients who did not recognize the threat of the Blastia, the Entelechea who attacked the Blastia were nothing more than a nuisance. And the air went out of balance, and the Autophagos appeared. Only then did humans listen to the words of the Entelechea. Our world has seen many sacrifices, yet humans committed the same offense, and they will again. Those who eat away and ruin this world. Those who would change the world for their own continued existence. They are apostles of destruction greater than even the Autophagos. Is that the reason you're trying to destroy humanity? I made a vow to my friend that I would protect this world. Lucifer. So Chroma told you? Yeah, she also told us to stop you. She listened to us too and became a spirit. So please, we can do this together. Enough. If the Entelechea would throw away their mission, then I will take it up. I need not wait for your method. Once I complete this formula, the world will be saved. Duke, stop! As long as humans rule, they will commit the same offense time and again. If that happens, their hearts will grow wild and the future will be even more painful. Even if that happens, it's the path we choose. Even if we are hurt or stopped, we can still walk again as long as we don't give up. She's right. You'll never find anything new if you're afraid of making mistakes, of failing. And unlike you, we haven't chosen this path on our own. Everyone decided on it. Yeah, going it alone might be tough, but we're not alone. If one person can't do it, then we do it together. I finally learned that we can walk together like that. Aye. Eventually, you'll hit a dead end with the solutions you come up with alone. But if everyone takes up oars together, no wind nor rain can stop you crossing the ocean. That may be sufficient for those who are connected to one another. However, there will always be some who cannot accept a difficult future. You all surely understand that. It will be difficult, but that is reality. They will take what changes. Think and change again, both the people and the world. So even if it takes tens, hundreds of years, they will listen someday. I know this now. That's what it means to live. Change is painful, but fearing it means we never make any progress, and we'll be there to support those who need it. That's why knights exist, why guilds exist. Right. There are things you have to protect. But this old man wants to see what lies ahead for people in the next era. See how the fools change. For those who can't see them anymore. We are in contradiction. However, our feelings for the world are no different. How odd. No, it's not. The future we chose. What we see for the future is different. The future must be protected. If it is not, then destruction awaits. We make the future. You trust the path you choose and create it. It is inevitable. Come. Oh wow, und jetzt geht's rund. Okay. Das magische Auge werde ich in diesem Kampf wahrscheinlich öfter nutzen. Fast 300.000 Lebenspunkte, Level 62. Ich glaube, du bist schwächer als so ein Gigantomonster. So, jetzt bist du fällig. This isn't a path we chose alone.
Aua. Nein! Zack, jawohl. Oh. Moment. Ach so. Estelle hat ihn gerade im Moment Siegeltrunk. Aber was macht Estelle gerade? Kann sein, dass sie jetzt repeat die... Ja, genau. Sein... Aua. Genau, hat, sie hat sein, seine Techniken wieder freigemacht. Moment, ich laufe ein bisschen. Lähmungstrank. Achso, du bist gelähmt. Nein! Ah. Aua. Aua. Du hast auch so. Na ja, toll, meine Sachen sind jetzt auch blockiert. Moment. Nein! Ja. Stimmt ja, meine. Ganze Sachen sind. Moment. Wo ist es denn? Lähmung, Versteinerung, Schwäche. Da, Siegeltrunk. Autsch! So, ich werde Estelle mal helfen. Das Problem ist, Repeat kann ich jetzt nicht helfen. Halt ein bisschen durch, Junge. Du Teleportfutzel. Ja! Oh nein! Scheiße! Das letzte Apfelgummi für Repeat. Der wird bestimmt seine Scheiße zaubern. Gut, ich werde die Gunst der Stunde nutzen, einen Siegeltrunk zu mir nehmen. Siegeltrunk meine ich, einen Limittrunk. Hau ab von mir! Autsch. Aua. Ach, mein Dings ist schon wieder blockiert. Zum Glück habe ich so viel davon. Autsch. Autsch. Toll, jetzt sind Repeats Sachen wieder blockiert. Moment, dann nehme ich noch einen Siegeltrunk zu mir. Limittrunk. Oh oh, ich glaube, jetzt haut er mir auf die 12. Schnell! Gut! Aua! Aua! Schneller! Nein! Zählt das noch? Nein, natürlich nicht. Moment, du wirst mich jetzt heilen, das heißt, ich nutze die Gunst der Stunde. KP und TP, nee, TP. Ach, kann ich nicht. Oh, ich bin doch vergiftet. Ach, falsche Taste. Ach, egal. Muss ich jetzt sowieso. Allheilmittel. So. Dann. 60% von beidem. Dass es Repeat wenigstens gut geht. Beide seid vergiftet, das gefällt mir nicht. Au. Nein, scheiße jetzt. Ich muss ihn angreifen. So, du bist geschwächt auch noch. Gebe ich dir beides. Ach, kann ich nicht! Und ich habe nur ein Dreier-Hit-Kombo. Moment, ich muss mich erst von diesem Zeug befreien. Zum Glück habe ich genug davon. Ich bin noch vergiftet. Ach du... Ja, super! Aufstehen. Scheiße. Aber egal, Lebenselixier.
Moment. Das habe ich gleich. TP, nein, das. So, jetzt geht's gerade ein bisschen besser. Verschwinde von mir! So, Allheilmittel oder habe ich einen Gifttrunk? Na toll. Verpiss dich! Wundergummi. Ich muss jetzt alles reinhauen, was ich habe. Ach, du bist doch so ein Sack. Natürlich habe ich verfehlt. Ich habe echt viele Wundergummis. Ach. So. Dann kriegst du jetzt auch noch ein Wundergummi. Nein! Ich werde weggefetzt. Oh, Repeat kämpft echt hardcore. Ne, nicht TP. KP, das war's. So. Da ist er. Aua. Ja, er kann nicht weg. Sag mal. Oh, Double. Geht's mir auf die Nuss. Jetzt ist er da hinten. Aua. Oh nein, meine Sachen sind schon wieder blockiert. Achso, das Blaue heißt wahrscheinlich, dass ich die Items nicht einsetzen kann. Und das Rote heißt, dass ich, ja. Blaue ist keine Fähigkeiten, Rote ist keine Art. Deswegen kann ich ja noch weiterkämpfen. Moment. Toll, in die falsche Richtung gefeuert bald. Oh, du bist gleich tot. Aber trotzdem, ich gehe lieber kein Risiko ein. Mischgummi. Er weiß vielleicht. Ich glaube, es kommt noch ein zweiter Kampf, weil das hier kann nicht das Ende sein. Dafür ist er zu lahm gerade. Oh, nee. Was für ein Ding? Na gut, dann muss ich mich selber heilen. Hör auf! Daneben. Bist du jetzt endlich tot? Gleich ist das. So. Was kommt jetzt? The best path for an enduring world is to return it to its natural state. That is the path I chose. I will die for that. My friend, give me your strength. War ja klar, dass noch was kommt. Oh Gott, ich bleibe so geschwächt? Das ist ja Kacke. Okay, mein physischer Angriff ist natürlich bei weitem besser. Und er setzt gerade irgendeine Scheiße an. Aua. Paralyse. Nicht Paralyse, Schwächung. Moment.
So. So. Jetzt nehme ich. Nee, nicht Siegeltrunk. Schwächetrunk. Er teleportiert. Ja, Repeat ist mal wieder geschwächt. So, er liegt. Ich wollte gerade sagen, er liegt am Boden und dann das. Moment. Für mich ein Mischgummi. Da ist doch bestimmt wieder irgendein Übermove drauf. Und schon wieder ist er. Oh, na toll. Ich bin mit allem gerade infiziert. Ey! Moment. TP. So, du heilst mich gerade wahrscheinlich. Deswegen nehme ich nur ein Mischgummi. Ja, shit. Moment. Nee, nicht Siegel. Nein, nein, nein. Da. Ach. Na, noch geiler. Gut, wir werden. Was ist das? Was? Ein Time Stop. Nein, noch schlimmer. Urknall. 12.000. Okay. So, ich kann nichts einsetzen. Repeat ist gerade nahe bei ihm. Das bringt mir persönlich gar nichts. Okay. Ich muss das Zeug da loswerden. Nein, Repeat. Komm, scheiß drauf. Aua, 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 aua. Hat er Rita? Ja, hat er. So, Resurrection. Auf Repeat. Und jetzt Trank des Lebens auf mich. Gut. Das heißt, ich kümmere mich um die KP von Repeat. Nein! Repeat ist auch wieder. So. Bleib hier! Ja! Gut, nein! Das wollte ich gar nicht. Ich bin schon wieder mit allem infiziert hier. Oh gut, weg. Ich hoffe, es geht. Ja. Gut, dann ziehe ich mich jetzt wieder ein bisschen zurück. Okay, du heilst jetzt alle. Das heißt, ich werde deine TP wiederherstellen. Au. Au. Na super. Super. Leckerei, KP von allen. Ich glaube, ich habe das falsche angesetzt. Oh, ich kann nichts. Doch jetzt. Heil mich bitte, Estelle. Aua. Jetzt reicht's. Verpiss dich. Komm her. Na, scheiße, der hat ja auch noch seine Überlimit. Da war ja was. Nein, Überknall. Urknall. Das killt alle. Ich meine, hallo? Fast 13.000 Punkte. So. Moment, ich kann nichts einsetzen. Moment, Moment, Moment. Spezialgummi. Repeat.
Repeat kann es einsetzen auf mich. Achso, der ist auch blockiert. Scheiße. Dann Rita auf mich. Gut, dann bin wenigstens ich wieder fit. Estelle ist tot. Scheiße. Und Siegeltrunk. So, jetzt warte ich ein bisschen. Ach, der Typ zaubert schon wieder. Nein, das war der Falsche! Ja, ganz toll. Jetzt habe ich ein arges Problem. Nein. Nein, 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 nein. Du blowst mich gar nicht away. Jetzt, ich muss jetzt Feige sein. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. So, jetzt. Wundergummi. Ah, Scheißdreck. Repeat ist wieder da, gut. Gut, ich bin jetzt auch wieder da. Ja, ich halte dich, Repeat. Leg dich hin! So. Okay, gut, Resurrection. Dann werde ich die Gunst der Stunde nutzen, mich heilen. Aua. Nicht schon wieder. Ich hau besser ab hier. Hast du mich gerade geheilt? Gut. Dann werde ich Rita heilen. Repeat, hält ihn nach hinten. Gut. Sauber Repeat. Nee, nicht TP. Bei Repeat verbraucht immer so viel, also kriegt er Wundergummi. Was auch immer du da jetzt daher sagst. Ja! Ja, nicht mal die Hälfte. Repeat muss einstecken. Ja, reicht's mit dir. Ja, jetzt hier da hinten. Oh, er haut schon wieder ab. Moment. Ich muss mich jetzt auf deine Zauberkraft verlassen, Rita. Nicht schon wieder. Jetzt lass mich raten. Urknallattacke. Ich hau am besten komplett ab. So, ich bin jetzt ganz hin. Achso, er macht's auf mich und auf Rita. Ja gut, das ist jetzt natürlich. Das trifft natürlich alle. Was für ein Scheißdreck. Hat Repeat ihn gerade angegriffen? Da ist halt 30% von allen, aber es bringt nicht so viel. Komm, scheiß drauf. So, nochmal. Gut, jetzt seid ihr wieder einigermaßen fit. Bleib hier! Du gehst mir so auf den Sack, das glaubst du gar nicht. So, ich glaube, ich werde hier einen Schnitt machen, denn wer weiß, wie lange der Kampf hier noch dauert. Das war Tales of Vesperia Definitive Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.